Die Burg Eltz kennt ihr bestimmt alle. Das ist dieses romantische Schlösschen in der Nähe von Mayen in der Eifel. Burg Eltz hat eine kleine Schwester, nämlich das Schloss Bürresheim. Das ist ziemlich unbekannt, also ein Geheimtipp. Und warum unser Saisonstart verkorkst begonnen hat und wie uns Mayen dann gerettet hat, das alles seht ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Van for Five Life. Mein Name ist Ingmar und heute gibt es endlich mal wieder ein Reisevideo zum Saisonstart 2022. Das war schon vor ein paar Wochen bei uns, aber es dauert ja auch immer, bis man die ganzen Bildmaterialien geschnitten und zusammengestellt hat. Wir jedenfalls wollten einen Kurztrip machen in die Eifel. Das ist ja von uns aus gesehen, wir kommen aus Bonn ja relativ nah. Und da haben wir uns von einem Geheimtipp inspirieren lassen, nämlich von Schloss Bürresheim. Das ist ein sehr schönes Schloss in der Nähe von Burg Eltz, die ja auch dort in der Nähe liegt, in der Nähe von Mayen nämlich. Und Schloss Bürresheim ist ziemlich unbekannt, obwohl es ähnlich schön aussieht und auch innen sehr schön sein soll wie Burg Eltz. Und das wollten wir uns sehr gerne mal ansehen. Das hat aber nicht geklappt, denn unser Saisonstart war etwas verkorkst. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ja, und wir haben uns dann aber doch noch aus der Affäre gezogen und haben einen wunderschönen Aufenthalt in Mayen gehabt. Da gibt es nämlich auch eine Burg, die Genoveva-Burg. Und die haben wir uns dann angeschaut und auch die Stadt Mayen selbst haben wir uns angeschaut. Und darum geht es in diesem Video. Also viel Spaß beim Start unserer Saison 2022. Wie immer schauen wir uns natürlich zuerst mal die Karte an. Wo sind wir überhaupt hingefahren? Wo liegt das Schloss Bürresheim und wo liegt Mayen und wo liegt der Stellplatz, auf dem wir dann übernachtet haben? Schaut selbst. Der Plan war ja, zum Schloss Bürresheim zu fahren. Ihr seht das hier rechts oben im Bild. Das ist ein Geheimtipp ganz in der Nähe der berühmten Burg Eltz, die ja die meisten von euch wahrscheinlich kennen werden. Ähnlich gut erhalten, aber völlig unbekannt. Es hat auch nur sehr begrenzte Öffnungszeiten und liegt in der Eifel. Ich zeige euch mal wo und ist von uns aus, also von Bonn aus, nur ungefähr eine Fahrstunde entfernt, also ideal für ein Wochenende. Und die Gegend ist sehr, sehr schön und man kann da auch wandern. Und das hat aber alles doch etwas anders nachher sich abgespielt, als wir wollten, denn wir kamen dann zu spät, um noch wirklich an den Führungen teilzunehmen. Am Folgetag gab es keine Führung. Dann wollten wir dort wandern gehen. Das hat auch nicht geklappt, weil der Wanderweg geht über diesen Fluss, den ihr hier seht, über die Nette. Und dort gibt es eine Brücke, da muss man rüber. Die Brücke ist aber von der Flut weggespült worden und war noch nicht wieder aufgebaut. Also damit waren wir abgeschnitten vom Wanderweg. Auf der anderen Seite die Straße und hier geht ein Berg hoch, da gibt es keine Wege. Also es war wirklich auch nicht möglich, da jetzt eine schöne Wanderung zu machen. Ja, und da haben wir uns entschieden, weiterzufahren. Und haben einen weiteren Stellplatz aufgesucht, der dann sehr dunkel und matschig war. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, nach Mayen zu fahren. Und ihr seht, Mayen ist gar nicht weit entfernt. Und dort gibt es auch eine Burg, nämlich die Genoveva-Burg. Und das haben wir uns dann angeschaut. Und dort gibt es auch einen Stellplatz. Ich zeige euch gleich mal, wo der liegt. In der Karte von Park4Night seht ihr hier Mayen und dort ist der kostenfreie Wohnmobilstellplatz, den wir dann ausgesucht haben. Der liegt fußläufig vielleicht 15, 10, 15 Minuten von der Innenstadt entfernt. Und hier liegt allerdings eine Papierfabrik, die sieht man auch vom Stellplatz aus. Hier ist die Fabrik. Es ist also nicht wirklich idyllisch dort, aber der Stellplatz ist schön eben. Es ist kostenfrei bis auf Wasser und Strom. Und für eine Nacht, wenn man dann Mayen besuchen möchte, wirklich gut geeignet. Ihr seht auch die Bewertungen mit 4 Sternen sind auch ganz in Ordnung. Also wir fanden das für die Möglichkeit, Mayen zu besuchen, eine sehr gute Übernachtungsstelle. So, jetzt geht's los. Auf zum Schloss Bürresheim. Das ist schwarz. Hier muss
Wer von euch kann mir einen berühmten griechischen Dichter nennen? Fragt der Lehrer. Philipp meldet sich. Achilles zum Beispiel. Achilles war doch kein Dichter. War er nicht? Ich dachte, er ist seine Verse gut geworden. Das ist gut, ja. So, hier an der kleinen Eifelstraße entlang liegt der Parkplatz vom Schloss Bürresheim. Und da stehen wir jetzt als erste Station unseres Saisonauftaktes. Machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang hier und dann suchen wir uns einen schönen Übernachtungsplatz. Hier würde das vielleicht auch gehen, aber wir schauen mal, ob wir noch was Besseres finden. Ja, so kann es manchmal gehen. Wir sind also am Schloss Bürresheim einfach zu spät angekommen und leider sind die Öffnungszeiten auch so begrenzt, dass wir am Folgetag keine Option hatten, das nachzuholen. Also blieb uns nichts anderes übrig, als eine Alternative zu überlegen, einen anderen Stellplatz zu suchen und vor allem auch eine andere Besichtigungsoption in der Nähe. Ja, und beim Recherchieren ist uns aufgefallen, dass Mayen auch eine Burg hat, nämlich die Genoveva-Burg. Und dass das Ganze in der Nähe liegt und deshalb haben wir gesagt, okay, dann fahren wir nach Mayen und schauen uns mal die Stadt an und die Genoveva-Burg. Aber zuerst mal ging es darum, einen Stellplatz zu finden. Rechts abbiegen. Lass wir rechts abbiegen, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Hä? Wo sind wir? Wir sind an einem Parkplatz. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ja, wie das oft so ist, wenn erstmal was schief geht, dann auch gleich richtig. Also der nächste Stellplatz, den wir dann angefahren sind, nach Park for Night, der hat uns auch überhaupt gar nicht gefallen. Der hat im dunklen Wald gelegen. Es war auch noch, weil es früh im Jahr war, ziemlich matschig alles und braun und völlig unbeleuchtet, ohne irgendwelche Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten. Außerdem war der Stellplatz sehr abschüssig, sodass wir auch nicht hätten gerade stehen können. Und da es ja schon dunkel war, konnten wir uns da auch nicht mehr gut einrichten. Also all das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, da wollen wir diese Nacht nicht verbringen. Ja, und der nächste sozusagen offizielle Stellplatz war dann der Stellplatz in Mayen. Dort sind wir dann hingefahren und der war auch erstens frei, zweitens schön eben mit Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten. Aber er hatte auch einige Nachteile, nämlich er lag oder liegt in der Nähe einer Verpackungsfabrik, die man auch sehen kann vom Stellplatz aus. Also richtig idyllisch ist die Lage nicht. Aber wir wollten ja auch nur einen einfachen Übernachtungsplatz haben, um die Stadt zu besichtigen am nächsten Tag. Und dafür haben wir das dann gerne in Kauf genommen und das war auch die richtige Entscheidung. So, jetzt haben wir gut gegessen, gespült, abgetrocknet, hören schöne Musik. Die Kinder sitzen hinten im Heck und schauen ein kleines Video. Und wir trinken einen Schluck Wein, wie sich das gehört. Prost! Prost! Ach ja, zu meiner Entlastung. Es sieht ein bisschen Pascha-mäßig aus im Moment, aber zu meiner Entlastung, ich habe wenigstens gekocht.
Wäre lecker. Gestern Abend haben wir noch spontan uns dafür entschieden, hier auf dem Stellplatz in Mayen zu bleiben. Der ist nicht besonders gut gelegen, direkt neben einer Verpackungsfabrik und so ein bisschen im Gewerbegebiet, aber nicht so weit weg vom Zentrum von Mayen. Er ist kostenfrei und er bietet auch einige Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten inklusive Strom. Und da wir gestern Abend sowieso im Dunkeln angereist sind und gleich hier losgehen von hier aus, war uns die nur mäßige Lage relativ egal. Also jedenfalls ist der Stellplatz ganz schön angelegt. Er hat viele ebene Stellplätze und einige davon sind auch mit Steinen unterlegt, sodass auch bei Regen hier kein Stellproblem sein sollte. Und ihr seht auch, da hinten sind noch weitere Fähr- und Entsorgungsmöglichkeiten. Und dafür, dass der Platz kostenfrei ist, finde ich, ist das ein guter Service der Stadt. Hier ist die Entsorgung von Grauwasser und WC-Kassette. Und hier gibt es auch Frischwasser. Und hier war wohl mal WC, aber das scheint zurzeit nicht aktiv zu sein. So, sind wir in den Außenbezirken von Mayen. Der Fußweg hierher war nicht so schön vom Stellplatz aus. Aber hier an der Stadtmauer mit der alten Burg und der Kirche sieht es schon ganz nett aus. Und wir hoffen mal bei dem schönen Wetter, dass das ein netter Ausflug wird. Ja, für die Eisdiele ist es noch ein bisschen zu kalt, Mats. Da ist es auch, das ist noch zu, weißt du, es ist erst Ende Februar. Und das ist ein schöner Platz, hier in der Mitte, der Marktplatz von Mayen. Und es ist nicht so viel los, schönes Wetter. Da hinten sieht man noch ein Stück von dem Kirchturm mit dem verdrehten Dach, siehst du das? Ja, genau. Ja? Es gibt hier doch eine Eisdiele, wenn die Eis haben. Dann gibt es hier wohl doch eine Eisdiele. Wenn die aufhaben, können wir mal gucken. So, das sieht aus wie ein Rathaus. Jedenfalls ist es sehr schön. Alles. Da ist auch wieder eine Beschilderung. Ah. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Wahrscheinlich hat der das gebaut. Mhm. Steht nur ein Schild von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ich vermute mal, dass das zu dem Haus hier gehört. Das wird hier vorne dran stehen, was das für ein Haus ist. Was ist das für ein Haus? Ach, das Standesamt. Ach, da jetzt steht. Da ist schon. Das ist das. Sehr nett. Sehr schön. Papa? Ja? Haben wir eine italienische Eisdiele gefunden. Aha, naja, dann gucken wir uns das mal an. Ja. Und die Innenstadt von Mayen, hier die Fußgängerzone, ist wirklich sehr nett. Dann gibt es auch einige wirklich schöne alte Häuschen, zum Beispiel hier, dieses vorstehende Fachwerkhaus. Johnston Antiquitäten oder Johnston. Das passt natürlich. Das T-Shirt ist cool. Modern Night. Hat sich ein bisschen in der Stadt verirrt. Finde ich auch. Das T-Shirt ist cool. Sehr schön sogar. Das ist eine Ladebank mit Solarzellen mit eingebauten. Da kann man sich draufsetzen. Und dann wahrscheinlich sein Handy nicht mehr laden, weil die Sonne ja nicht mehr auf die Solarzelle scheint. Und hier kann man sein Handy hinlegen und das wird dann aufgeladen. Witzige Idee. Deshalb heißt das auch Brückentor. Brückentor, weil hier eigentlich ja eine Brücke ist, nur dass jetzt gerade kein Wasser fließt unten. Und also von der Brücke durch das Tor geht es hier in die Stadt. Hier ist auch wieder so ein Stadtführer mit Schild und Barcode.
Da ist auch wieder so ein Barcode. Und hier ist ein Haus, das heißt eine Gaststätte im Schlauch. Ich glaube, die ist höchstens 3 Meter breit. Da erklärt sich der Name von alleine. Das ist wirklich enorm schmal. Wahnsinn. Und hier im hinteren Bereich der Fußgängerzone in Mayen ist der Mühlenturm und das Stadttor darunter. Das ist das Brückentor. Auch eine sehr schöne, bisschen mittelalterlich angehauchte Innenstadt hier. Um korrekt zu sein, das hier ist der Mühlenturm. Das andere war nur das Brückentor. Ein kleiner Turm mit einer winzigen Tür. Das ist jetzt der Weg zur Genoveva-Burg in Mayen. Es geht so ein bisschen den Hügel hoch. Und es ist sehr schön, weil man da auch gleich schöne Aussicht hat. Aha, mal gucken. Ah, man kann ja auf den Wehrgang an der Seite. Na, das ist sehr nett. Scheint sogar auf zu sein, der Wehrgang. Was? Der Wehrgang ist sogar auf. Können wir gleich mal gucken gehen. Da ist ein Schild. Ja. Und hier ist der Innenhof von der Burg. Der ist fast klein. Da ist das Eifelmuseum drin. Sollen wir da erstmal gucken oder erst zum Wehrgang? Erstmal hier so durchgehen. Gut, dann gehen wir einmal gucken. Gehen wir einmal gucken, was da ist. Das Eifelmuseum ist geöffnet. Es ist ganz nett hier auf der Genoveva-Burg in Mayen. Man kann zwar die Innenräume nicht groß besichtigen, es gibt dieses Eifelmuseum, das ja hauptsächlich um Bergwerke geht, aber hier außen, die Außenanlagen bei schönem Wetter sind herrlich, weil man einen sehr, sehr schönen Blick über die Stadt hat, wie ihr hinter mir jetzt auch sehen könnt. Und es ist eine sehr nette Stimmung hier auch. Man kann so ein paar Hinterräume besichtigen oder Innenhöfe, wie jetzt hier zum Beispiel. Und ihr seht, dass dieser Innenhof hier auch richtig schön ist. Schaut mal, hier ist die Eingangstür vom Innenhof. Da drüber ist eine Lampe, da drüber eine Schießscharte und darüber ist ein Abort. Genau über der Tür. Ich bin nicht sicher, ob das mangelnde Gastfreundschaft ist oder ob die Toilette nur in Benutzung war, wenn hier Feinde standen. Ja, jetzt bin ich hier eine Treppe hochgekommen und habe nochmal einen Innenhof gefunden. Tja, welcher Teil der Burg das jetzt ist. In Weberburg. Auf jeden Fall kommt man nicht von der anderen Seite rein, glaube ich. Es sei denn, hier ist ja Tor Nummer 1. Und da oben ist so eine Art Wehrgang, glaube ich. Nochmal ein schöner anderer Turm mit Adler. Einmal oben noch ein Turm. Da ist dann noch ein Tor, aber das sieht zu aus. Ja gut. Werde ich jetzt mal zurückgehen und die versuchen, die anderen wiederzufinden. Muss ja möglich sein. Hier bin ich ja gerade die Treppe hochgekommen. Da unten waren wir eben. Eifelmuseum. Ja.
Das ist, glaube ich, diese Herz-Jesu-Kirche von außen. Ja. Jetzt gehe ich dann mal zu den anderen. Mal sehen, wo die hingelaufen sind. So, bei dem Museum geht es um Bergwerke, beziehungsweise um das Schieferbergwerk. Und bei dem schönen Wetter werden wir uns das heute nicht ansehen, sondern lieber draußen an der Burg entlang laufen. Hier gibt es einen riesen Spielplatz. Der Turm ist auch cool. Ja. Man kann da auch oben noch hin, da kann man sich das anschauen. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Guck, da vorne ist so eine Aussichtsplattform. Kann man bestimmt toll über die Stadt schauen. Ganz nach oben. Ja. Wir kommen wieder runter. Ja, wahrscheinlich wieder zurückgehen. Ah, guck mal, da kann man den Marktplatz sehen. Toll. Das ist ja eine schöne Aussichtsstelle. Guck. Ja, da gehen wir gleich noch weiter hoch. Guck mal, da kann man aber toll über die Stadt schauen. Papa, wir sind zu klein. Ja, ich hebe euch mal hoch. Aber nicht über die Mauer, okay? Dieser Ritter bewacht den Eingang zum Rosengarten und zum Wehrgang. Sieht ein bisschen mystisch aus. Sehr nett. Oh, das ist schön. Das ist der Rosengarten. Und da vorne geht es wahrscheinlich dann in den Wehrgang rein. Ja, ich vermute auch, dass da zu ist. Ja, vermute ich ja auch. Ja. Aber ach doch, das ist doch auf, schau. Ja, das ist am Gitter. Ist auf. Ach so. Können wir tatsächlich entlang laufen. Gut, Kinder. Geh da mal kurz. Ah, okay. Das ist der Wehrgang, ja. Das kann man sich schon gut vorstellen, ja. Wie man hier früher zur Verteidigung durch die Schießscharten nach draußen schauen konnte und ansonsten durch die dicke Mauer geschützt war. Ganz schön lang ist das hier. Das war früher der ganzen Stadtmauer. Ja, ja, klar, aber das haben sie hier restauriert über ein ganz ziemlich großes Stück. Ja. Und hier auch ein größeres. Mhm. Das wird immer größer. Das immer weiter. Ich versuche mal kurz. Genau, da sind wir wieder am Anfang unseres Stadtspaziergangs. Unten an dem Parkplatz an der Herz-Jesu-Kirche. Ich weiß nur nicht, ob man da runterkommt. Sonst müssen wir hintenrum zurückgehen. Aber es war ein sehr schöner Stadtspaziergang. Und bei dem schönen Wetter war das auch wirklich herrlich. Und zum Genießen. Und tatsächlich am Ende kommt man runter auf die Straße über eine Wendeltreppe. Na,
Natürlich hat es uns traurig gemacht, dass wir das Schloss Bürresheim nicht von innen anschauen konnten, und ich verspreche euch, wir werden das demnächst nachholen. Das war also in jedem Fall nicht unser letzter Aufenthalt in der Gegend, das ist von uns ja auch gar nicht allzu weit, also irgendeines der nächsten Wochenenden in diesem Jahr, das wir als Kurztrip machen werden, wird dann zum Schloss Bürresheim gehen. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie das Schloss Bürresheim von innen ausschaut und vielleicht auch einen Drohnenflug sehen wollt, denn auch das hat dieses Mal nicht funktioniert, denn die Drohnenakkus waren entladen, sodass ich auch den Drohnenflug nicht machen konnte. Wenn ihr all das sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal, dann werdet ihr im Laufe des Jahres das Video dazu bekommen, wie das Schloss Bürresheim von innen aussieht und vielleicht auch von oben aussieht. Ja, und Mayen hat uns ja zum Glück entschädigt. Das ist das Schöne beim Reisen mit dem Van. Man ist völlig flexibel und kann, wenn irgendwas anders läuft als erwartet, auch ganz schnell umplanen, einfach woanders hinfahren. Und auch da findet man dann oft überraschend schöne Dinge, so wie die Stadt Mayen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, bleibt gesund, reist sicher, euer Ingmar. Das nächste Video wird wieder ein Technik- und Testvideo. Und ich verspreche euch, so ein Technik- und Testvideo über Vanlife und Reisemobile habt ihr noch nicht gesehen. Denn es geht um eine VR-Brille, eine relativ neue VR-Brille fürs Wohnmobil. Die ist natürlich nicht fürs Wohnmobil gemacht, aber sie lässt sich einsetzen fürs Wohnmobil. Und zwar sowohl für die Reiseplanung als auch während der Reise, als auch nach der Reise. Und wie das geht, warum das so eine tolle Idee sein könnte, für diejenigen von euch, die das auch interessant finden und spannend, darum wird es im nächsten Video gehen. Also bis dahin, bleibt dran!